Ich muss euch mal echt eins verraten, veganes Essen schmeckt so scheiße, man hat überhaupt keine Auswahl. Heute läuft's einfach, ich weiß nicht warum. Anscheinend hat Max mir gut getan. Junge, es läuft geil, jede Übung wird jetzt gesteigert und das nicht allzu wenig. So kann's weitergehen. Servus Leute, mein Name ist Paul Dattner, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal aus Berlin. Und schaut mal, wer immer noch zu Besuch ist. Aus Mexiko zurückgemahnt und dachte sich, Schule kann man mal für ein paar Tage auslassen, deshalb. Macht das jetzt lieber hier sein, no way, was auch immer. Heute wird ein geiles Video gedreht für euch. Nehmt euch mit den ganzen Tag. Wir trainieren mit Johnny, mit Johannes, dann geht's zurück nach Wien. Johnny hat mir geschrieben, er kann nicht. Ja, okay. Ich wollte nämlich gerade anrufen. Das werden wir natürlich auch machen. Also viel Spaß. Mal schauen, was Johnny jetzt überhaupt treibt. Ich wette, der geht wieder mal essen mit seinem Fräuchen. Oder was weiß ich. Junge, was machst denn du? Ich bin unterwegs, ja. Was ist mit Training? Freue ich ja eigentlich auch. Aber schau, sie muss halt, die Auto muss zur Werkstatt. Wir fahren mit zwei Autos. Ja gut, du Sau. Dann trainieren wir mit Johannes alleine. Ich muss euch mal echt eins verraten. Veganes Essen schmeckt so scheiße, man hat echt überhaupt keine Auswahl. Ich weiß den ganzen Tag nicht, was ich sonst essen soll, außer Linsen, Haferflocken und Proteinpulver. Also ich schwör's euch, gebt euch mal diese geile Bowl. Einfach nur Grieß drinnen, veganes Proteinpulver, getoppten Schoko Krispies und Proteinriegel aus dem Adventskalender. Das sind wahrscheinlich ja, knappe 500 Kalorien. Schöne 50-60 Gramm Eiweiß und schmeckt sowas von krank. Wir werden dann gleich ins Gym ballern. Johannes wird gleich nochmal angerufen, ob das jetzt steht. Wenn nicht, dann ballern wir zur zweiten schöne Session. Oder Kai geht vielleicht auch noch. Und dann werden ein gutes Abschlusstraining gemacht. Manu bleibt sogar noch kurz hier in Berlin. Ich gönne mir ein bisschen Lockdown in Wien. Jetzt haben wir erstmal was bei dir. Ein bisschen so gut. Mit Banane und Spaghetti. Und gleich halt noch einen Riegel dazu oder Eiweißpulver. Also auch recht leicht verdaulich. Ja, genau. Wir. Bald pumpen wollen, du. Frechheit. Frechheit. Wir starten jetzt einfach mal ohne Johannes, der kommt dann glaube ich nach. Manu hat schon seinen Booster bereit. Ich habe einen Booster bereit. Heute gibt's Gold Pump für einen saftigen Pump. Weil bei Brust, also bei Push, kann man nie genug Pump haben. Und bei mir ist es jetzt noch richtig komisch, weil es so der erste Tag nach normaler deutscher Zeit war, auch wenn ich gestern normal schlafen gegangen bin. Es ist eigentlich erst 6 Uhr nach mexikanischer Zeit, was alles andere als normal ist. Deshalb hatte ich in der Früh auch irgendwie überhaupt keinen Hunger. Muss jetzt auch noch ein bisschen verdauen, deshalb machen wir ein paar Schritte. Knappe 20 Minuten, das Gute ist, heiß ist mir schon. Dann trinken wir einen schönen Gold Pump. Und dann soll der Pump absolut Ende sein. Ziemlich easy, oder? Ja, es ist zwar wackelig, weil ich jetzt, keine Ahnung, das letzte Mal vor 6-7 Tagen Bankdrücken gemacht habe, aber ich glaube, ich habe die ersten 2 Sätze mit 90 gemacht, werde jetzt ich die nächsten nochmal mit 92,5 machen. Ja, also mal schauen. In Mexiko hast du fast gar nichts trainiert, gell? Ja. Eigentlich sollte er jetzt sehr, sehr gut regeneriert sein. Mal schauen, wie es bei mir gleich läuft. Ich bleibe jetzt aber zum Einstieg mal bei 130, weil ich es beim Aufwärmen wirklich, wirklich schwer angefühlt habe. Ich irgendwie so ein bisschen Muskelkater spüre. Da schauen wir mal, wie oft die gehen. 6 Mal ist auf jeden Fall das Ziel, 7 Mal wäre optimal. War einfach gerade 9 Reps. Oh. Hab ich schon gedacht, geil. Alter. Also so langsam glaube ich wieder daran, dass die Stärke zurückkommt. Einfach 130, 2 Sätze mal 9, im letzten Mal 8. Ich bleibe jetzt auch bei 3 Sätzen. Ich habe jetzt 12% Steigerung vielleicht zum letzten Mal, weil ich normalerweise immer so 4x5 gemacht habe. Deshalb reicht es erstmal damit. Bisschen Schultern, weil der Pump ist auf jeden Fall da. Und wie gesagt, übermorgen habe ich dann schon wieder Chest, bisschen Push. Yeah. Boah, geil! Also der Pumpbooster wirkt auf jeden Fall. Meine Brust ist auch immer noch so voll. Yeah! Fuck! Ich schwör, heute läuft's einfach, ich weiß nicht warum. Anscheinend hat Max mir gut getan. Junge, es läuft geil, jede Übung wird jetzt gesteigert. Und das nicht allzu wenig.
so kann es weitergehen. Was gibt es für einen besseren Supersatz als Beine mit Arme zu kombinieren? Deshalb Beinstrecker plus Trizepsstrecken. Und wir schauen mal, was für Konturen hier eventuell an den Beinen noch übrig geblieben sind. Schon gesagt, wie viel Kilo du gewogen hast heute? Bei heute früh habe ich 106 auf Manuels Waage gewogen, also keine Ahnung, ob das schwerer oder leichter ist. Sonst ist in Wien wiege ich mich dann sowieso morgen nochmal, deswegen soll das schon passen. Weil Kai hat nämlich seine Waage in seinem Koffer und der Koffer ist leider noch in Frankfurt. Der ist auf jeden Fall nicer als der Beinstrecker in Mexiko. Passt zum Leg, der ist Johannes erschienen. Jetzt zeigt er euch mal, wie man richtig squattet. Wie viel ist drauf? Das ist immer zu wenig. Okay. Aber zumindest zwei Wiederholungen mehr als beim letzten Mal. Sag's nochmal zwei, Freunde. Ja. Schön. Das ist zähflüssig. Das macht Spaß. Ein bisschen Beine habe ich jetzt auch noch vor mir, deshalb sehen wir es, glaube ich, nach dem Training, weil das ist ja so langweilig. Will keiner sehen, der trainiert schon Beine. Das klingt doch mal juicy. Der junge Mann gönnt sich schon wieder. Ich habe gerade Essen bestellt und habe aber auch schon anderes Essen noch vorbereitet, weil wie gesagt, ich fahre heute und hat sich auch gar nicht für mich gelohnt, einkaufen zu gehen. Aber ich schaue doch mal vorher kurz ins Rockerbüro. Denn ich habe mir sagen lassen, hier gibt es ein paar Klamotten zu verschenken. Und nachdem ich zwei ungeduldige Frauen zu Hause habe, die ich glücklich machen möchte, wird hier auf jeden Fall einiges an Bummo-Sachen hoffentlich mitgehen. Mal schauen. Und der Rest wird übrigens alles gespendet. Also das sind einfach alte Samples, die vielleicht nicht mehr verwendet werden oder Probierproben, keine Ahnung, wie man das nennt, die dann einfach gespendet werden. Oder es bedienen sich hier die Mitarbeiter, genauso bei den Männern. Aber den Männern gab es ja nicht ganz so viel Auswahl. Nur eigentlich Sachen, die es eh schon gibt. Aber so kann man zum Beispiel noch geile Sachen absneaken. Wieso nicht? Aber auf jeden Fall geile Sache, dass es gespendet wird. Zu den Wraps, die hoffentlich gleich kommen werden, habe ich mir die 120 Gramm Sojagranulat trocken, einfach nur mit Wasser aufgegossen, in die Pfanne mit Zwiebeln und Paprika, dann gut gewürzt, bisschen Sojasauce rein. Hier in der Mikrowelle nochmal Spinat ready gemacht, damit ein paar Vitamine auch am Start sind. Und Paprika gibt es auch noch und die Wraps sollten so in 15 Minuten kommen. Ich werde es aber trotzdem schon mal reinhauen hier, weil allzu viel Zeit habe ich nicht. Es ist nämlich 16.30 Uhr und um 17.20 Uhr oder so soll ich los. Ich muss nochmal duschen und noch eine Kleinigkeit einpacken. Und das sind übrigens immer diese Sojagranulat-Dinger, die ich verwende. Gibt es im Hit, auch bei Rewe, glaube ich, teilweise oder auch bei DM. Haben 300 Gramm und kosten, glaube ich, knapp 2 Euro oder so und haben halt eben 50 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm, also für Veganer. Absolutes Must-Have. Mal schauen, wie jetzt gleich die Wraps aussehen. Die können sich sehen lassen. Das Brot ist sogar selbst gemacht. Machen wir mal einen Geschmackstest. Ich weiß jetzt zwar nicht, welcher das von den beiden ist. Einer ist mit Tofu, einer nur mit Gemüse. Der ist mit Tofu und Granatapfelsirup. Kann sich sehen lassen. Das Brot ist vollkornfleißig auf jeden Fall. Der Koffer aus Mexiko ist noch nicht mal richtig ausgeräumt. Gut so, da muss ich jetzt wirklich umräumen und kann einfach so lassen, zuklappen. Und ab geht die Post zum Flughafen. Dann halt die Bude sauber, gell? Das wird gemacht, Leute. Wir sehen uns in Wien. Peace. Arrivederci. So lieben wir das Ganze doch. Mal schauen, ob sich das rechtzeitig ausgeht. Nach kleinen Schwierigkeiten, weil ich einfach den Flug für den falschen Tag gebucht habe, nämlich für morgen. Habe ich ihn auf heute umgebucht, muss natürlich was draufzahlen, aber dafür habe ich eine ganze Reihe für mich bekommen. Habe mein Essen hier auch am Start. Jetzt gibt es ein fettes Porridge und dann wird der Flug hoffentlich gut überstanden. Und ich glaube, ich hole doch eine Spezialperson ab. Uns in Wien. Und zwar Jan Unterleitner. Yes, hat den Pickup-Service gespielt. Taxidienst Unterleitner darf den Paul mal wieder vom Urlaub abholen. Ja. Ja, David hat währenddessen zu Hause gechillt oder auch nicht. Du hast ja im Lockdown trainiert. Wie waren die ersten Trainings? Also ich muss sagen, das neue Rack ermöglicht uns auf jeden Fall gut Gains zu machen und nicht nur Muskeln zu erhalten. Also man kann speziell eigentlich alles machen. Mit der Langhantel, Squatten, Bankdrücken, was ich auch Rudervarianten mit dem Seilzug ist auch extrem geil. Also werdet ihr wahrscheinlich eh beim Paul dann sehen, die Tage. Aber also ich glaube, ich habe schon gut Gains gemacht in den eineinhalb Wochen, die ich jetzt zu Hause trainiert habe, aber mal schauen, wie es weitergeht jetzt. Ja, Home-Training ist halt auch nice, weil man hat nur ein paar beschränkte Übungen, die man halt einfach immer machen muss. Ja. Und man kann nicht wirklich auswirken. Deswegen mal schauen. Ja. Und die Motivation ist eigentlich auch noch immer da. Also umso länger man im Home-Gym trainiert, umso weniger wird sie. Aber ich weiß nicht, im Home-Gym bin ich irgendwie so viel mehr motiviert. Ich kann rumschreien, was ich will. Ich gehe irgendwie gefühlt mehr ans Limit als im Gym.
Also das ist auf jeden Fall auch nochmal geil. Also drücken wir mal die Daumen, dass bald der Lockdown wieder vorbei ist, damit wir zumindest alle in einem guten Gym trainieren können. Oder in Deutschland, dass er zumindest gar nicht startet. Aber ja, für mich heißt es erstmal Österreich für den nächsten Tag. Das heißt, das ein oder andere Home-Workout werdet ihr definitiv sehen. Mal schauen, vielleicht kann ich ja meine Kraft auch wieder mal exploden. Ist ja im letzten Lockdown auch mega gelaufen. Da hatte ich sogar 185 als One-Rap-Max bei Bankdrücken. Mal schauen, wie es dieses Mal läuft. Aber ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Es geht ab nach Hause. Die Freundin wartet, die Family wartet. Essen wartet nicht mehr, weil da habe ich schon alles gegessen. Aber ansonsten Link in der Beschreibung abchecken für gratis Exclusive ab 25 Euro. Ihr wisst Bescheid von der besten veganen Supplement-Brand ever. Schaut gerne auch bei Dark vorbei. Bei mir natürlich auch auf Instagram. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.